inwieweit diese Welt hier von ihren Dingen noch funktioniert. Wir werden es einfach mal ausprobieren müssen. Ich hatte aber die ersten Dias gefarmt. Ja. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Survival-Projekts. Mir ist gerade eben mein PC gecrashed, deswegen weiß ich nicht, inwieweit diese Welt hier von ihren Dingen noch funktioniert. Wir werden es einfach mal ausprobieren müssen. Ich hatte die ersten Dias gefarmt. Ja. Wäre jetzt ärgerlich. Oder abgesicherte Modus. Oh mein Gott, nein. Noch heulen. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Nicht im Ernst. Ja, geil, das heißt, wir dürfen komplett nochmal von vorne spielen. Danke, Minecraft, dass du uns dies ermöglicht. Vielen, vielen Dank. Ich bin überhaupt nicht gerade nicht angepisst von dir. Vielmehr, vielen Dank, lieber PC. Ich weiß nicht, warum du gecrashed bist, aber ja. Skinfehler haben wir natürlich auch noch mit drinne. So muss das Ganze natürlich sein. Vielen, vielen Dank. Falls ihr vielleicht irgendwelche Tipps habt, wie wir die Welt wiederherstellen könnten, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und apropos Kommentare, ich muss noch einen Kommentar einblenden, denn das wurde sich von einem Zuschauer gewünscht. Ich hoffe, ihr dürft mich gleich haten, wenn ich es vergesse nach dem Schnitt. Und zwar von Every is Sus, aber Every, also ohne E, Every, nicht Every, sondern Every is Sus. Dein Kommentar müsstest du jetzt eigentlich hoffentlich hier eingeblendet sein. Wenn nicht, dann flame mich bitte, hate mich bitte in die Kommentare. Dann nehme ich mir auch beim nächsten Mal hoffentlich dran. Und ja gut, dann spielen wir halt nochmal von vorne. Könnte jetzt meine ersten Tier-Pieces wieren, also tragen. Aber ja, zudem wurde in der letzten Folge auch noch mal von einem Nutzer gefragt. Ich kann deinen Kommentar maybe auch einblenden. Muss ich mir überlegen. Aber ich lasse es. Ich mache wirklich Kommentare einblenden, bekommt ein zufällig ausgewählter Kommentar. Das heißt, wenn ihr möchtet, dass euer Kommentar eingeblendet wird, dann tut einfach einen Kommentar schreiben. Das heißt, es sind jetzt auch für die Zuschauer, die dran geblieben sind, weil meine durchschnittliche Watchtime ja bei 30 Sekunden liegt. Und ja, deswegen, ja, schreibt mir einfach in die Kommentare. Also schreibt einfach einen Kommentar und mit etwas Glück bist du dann die Person, die beim nächsten Mal von mir gegrüßt wird und dessen Kommentar im Video eingeblendet wird. Natürlich gibt es da auch spezielle Regeln. Kommentare wie alles doof hier, mit Feuer keine Ruhe. Ja. Sowas kommt natürlich nicht dran. Also macht dir da bitte keine Hoffnung. Falls irgendeiner aus meiner Community schon gerade dabei ist, sowas zu schreiben. So. Ich bin halt hardcore angepisst gerade. Einfach dir Stuff weg! Warum? Weil mein scheiß PC, der normalerweise richtig gut ist, und ich meine, ihr seht ja auch hier 25 FPS. Ich habe aber auch eine Begrenzung drinne und nehme zudem auch noch auf. Also stabile 25 FPS kann man auf jeden Fall sagen.
Oh, ich hole mir jetzt erstmal Stein. Habe ich an. Warum tue ich eigentlich die Holzschwerte schon machen? Mein Steinschwert macht halt viel mehr Sinn. Weil ich das Holzschwert eh gleich wieder wegschmeiße, deswegen. Ja. Aber ich wollte mich natürlich auch mal für den positiven, euer positives Feedback auf die erste Folge bedanken. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich echt ermutigt, nochmal weiterzumachen. Falls ihr vielleicht noch weitere Ideen habt, was man als Projekt machen könnte, vielleicht auch mit der Community zusammen, da ich ja hoffentlich bald einen eigenen Server haben werde, also der wird gerade aufgesetzt. Wir strugglen nur gerade noch ein bisschen rum mit Bungee Call, das heißt, falls ihr euch sehr gut mit Bungee Call auskennt und auch wirklich Zeit habt, mal wirklich ohne mich, weil ich bin halt täglich sehr wenig online, dank meinen Eltern. Also falls ihr da Bock drauf hättet, wirklich mal so am Server zu arbeiten und falls ihr euch wirklich mit Bungee Call auskennt, aber nicht sagen, ihr habt Bock auf irgendwas am Server zu machen, dann dürft ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich warte, also schreibt mir einfach mal euren Benutzernamen und euren Tag, wobei ich mache jetzt erstmal ein Schwert, Benutzernamen, Tag in die Videobeschreibung rein. Und dann werde ich euch auf Discord mal anschreiben. Ich habe zwar schon einen Developer, also jemanden, der sich bereit erklärt hat, als Developer für mich zu arbeiten. Aber bis jetzt hat das sich kaum was am Server gemacht. An sich geht der Server, Hauptlobby geht. Es bringt aber nichts, wenn man direkt gefühlt danach nach 2 Sekunden gekickt wird. Wegen einem Bungee-Code-Fehler. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Muss man den Developer fragen. Ja. Ich weiß noch gar nicht, ob es inzwischen gefixt hat. Ich habe es nur mitbekommen, kurz bevor ich offen musste, war nochmal irgendwas. Aber ja, das heißt, wenn ihr euch damit auskennt, oder wenn ihr auch euch auskennt mit Plugin-Programmierer, ich suche auch natürlich auch Plugin-Programmierer, dann gerne meldet euch. Ich freue mich wirklich drauf. Aua, tat weh. Aua, tat wieder weh. Zack. So, dieses Mal machen wir, glaube ich, eine andere Taktik einfach. Weil mich das in der letzten Folge halt schon hardcore abgefuckt hat. Hab mich ja nachts ausgelockt aus dem Video. Und. Aua, tat weh. Wieso springe ich eigentlich gerade die ganze Zeit von Klippen? Keine Ahnung. Und irgendwie das Gefühl, wir hatten einfach in der ersten Folge einfach mehr Progress als jetzt. Also nicht das Gefühl, sondern es ist tatsächlich so. Ja. Okay, Netherportal. Und ich muss mal ganz kurz was umbinden. Optionen. Steuerung. Und zwar Zoom auf das. Perfekt. Aber wer sich fragt, warum das liegt tatsächlich an einem Shortkey, denn ich habe für Rocket League habe ich mir entsprechende Shortkeys gelegt. Nice Rüstung. Oha, oha. Perfekt. Schön sneaken. Ich weiß, dass die Blöcke Damage machen. So, dann nehme ich, glaube ich, Cobblestone. Ich werde mal ein paar Dinger mitnehmen. Zack, so. Aber an sich, warte mal, gibt es hier vielleicht in der Nähe irgendwie... Ich würde es gerne nutzen, das Nether-Portal. Oh, fast schon wieder Damage bekommen. Zack. Alter, ist auch einfach in dieser gesamten Umgebung keine einzige... Höhle, meine Laune sinkt schon wieder enormst. Ja gut. Ja gut. Das ist nicht kritisch. Ich meine, ich habe 9 Eisenklumpen, also ich kann mir einen Eisenbarren machen. Wow. Das heißt, dann muss ich das wirklich so stehen lassen einfach. Muss ich stehen lassen. Da vorne und ich esse jetzt einfach mal, komm. Egal. Schade, dass ein
Oh, geil, da haben wir eine. Boah, geil, ja, da haben wir eine Höhle. Nice, danke schön. Oder auch nicht nur ein bisschen Kohle. Aber da kann ich zumindest schon mal Stein fahren, da kann ich mir einen Ofen machen. Und jetzt finde ich so eine Diado hier. Ja, moin. Also, warum ja moin? Kein Plan. Aber es war halt schon so ein nicer Moment einfach. Wir hatten so einen nicen Spawnpoint. Und ich suche jetzt schon wieder von euch die Kritiken, die jetzt in die Kommentare schreiben. Du hast doch Absicht gemacht, du bist doch nicht 300 Mal gestorben und hast deswegen die Welt absichtlich gebrokt. Nein? Ich habe hier ein... Ich sollte aufhören, so viel damit zu tun. Ich habe hier einen richtig scheiß Spawn bekommen. Warum sollte ich das machen? Warum sollte ich meine Dia-Tools aufgeben? Ja, du hast doch gar kein Dia-Tools, du bist doch garantiert einfach nur in Lava gefallen und gestorben. Mhm. Ich höre schon wieder ein Skelett, Alter. Dankeschön. Alter, ich habe keine Rüstung oder kein Schild. Und es wird Nacht. Oh mein Gott. What the fuck? What the fuck? Was ist heute los? Warte mal. Wieso? Also irgendwas stimmt mit meiner Grafikkarte heute nicht. Irgendwas stimmt mit meiner Grafikkarte nicht. Und zwar gewaltig nicht. Und zwar enorm gewaltig. Komm, gehen wir auf 15 runter. So. So viel bin ich noch bereit, dir zu geben, Minecraft. Ich frage mich gerade, ob es Sinn macht, die anzuziehen, aber... Es ist finsterste Nacht. Ich renne da jetzt garantiert raus. Mhm. Hallo. Gibt's vielleicht ein Skelett, was zu mir her möchte? Jetzt dürft ihr gerne kommen, Skelette. Die sind actually alle in dieser scheiß Mine drin wahrscheinlich. Ich meine, soll mir ja recht sein. So. Und jetzt kommt das hier noch rein. Safe springe ich in diese Höhle rein. Wo so viele Skelette drin sind. Nicht ohne Schild. Zack, jetzt hier hoch. So, jetzt nehme ich mir mal hier ein bisschen was raus. Zack, zack, zack. Was ist eigentlich? Ja, moin. Man könnte so geilen Stuff rausbekommen. Was bekomme ich? Fluch des Verschwindens. Ja, moin. Ich muss noch ein bisschen tiefer. Ich habe einen ganz bestimmten Plan. Perfekt. Mein Plan ging auf.
Komm doch. Oh. Mein Plan ging so halb auf. Skelett. Komm mal. So. Zack. Ey, ich spiele jetzt Wildschock lieber auf Safe, anstatt jetzt direkt den ersten Tod zu kassieren. Zack, so. Skelett. Ich bin wieder weg. Und Jungs und was weiß ich was, hört auf mit euren Scheiß. Sorry, ich bin kein. Ach Digga, ich hasse dich. Komm mal näher hierher, komm. So. Nice, hier haben wir das erste Eisen. So, ich nehme. Aber wenn ich mal auf die Folge gucke, auf die Länge der Aufnahme gucke. Oh mein, ich dachte schon, als ob jetzt ein Skelett auf mich schießt. So, ich bin bereit, um mich jederzeit wieder zurückzuziehen. Zack. So, die Kohle habe ich noch mitgenommen. Da verschließe ich hier den Ausgang. Und dann würde ich eigentlich sagen, nach dem ernüchterten Ding, ja, nehme ich einfach gleich mal die zweite Folge aus, weil ich bin gerade ein bisschen gehypt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.